Neues Schuljahr, neuer Klassenchat. Und Klassenchats sind einfach so eine Sache, die einen lieben sie und nutzen sie extrem viel und die anderen hassen sie oder sind schon ausgetreten. Auf jeden Fall kann jeder dazu eine Geschichte erzählen. Ja, und da passieren einfach auch total viele Dinge, die echt nerven. Da läuft viel schief und genau über das wollen wir heute sprechen und hoffentlich auch Lösungen dafür finden. Bestimmt. Nora, du bist ja mega viel an Schulen unterwegs und bekommst von ganz vielen Klassen mit, was in den Klassenchats schiefläuft. Was fällt dir da denn als erstes ein? Also ganz klar Spam. Spam ist in jeder Klassengruppe eigentlich ein Problem. Irgendwer schickt Sticker rein oder irgendwas, was eigentlich gar nicht alle interessiert, aber jemand total witzig findet und denkt, das müssen jetzt alle kriegen. Hier zum Beispiel auch sowas. Ich muss ja zugeben, mich nervt es ja schon, wenn ich privat irgendwie im Privatchat solche Videos zugeschickt bekomme, weil ich mir denke, hey, YouTube, schön und gut, aber gucke ich mir unterwegs eher nicht an, wegen Datenvolumen. Im Klassenchat, ich glaube nicht, dass jeder in dieser Klasse dieses Video gerade sehen muss. Da habe ich auch noch was Passendes dazu, was mich ziemlich nerven würde. Sowas hier. Ja, Katzen im Internet, okay, aber im Klassenchat? Ja, sorry Sarah, die Katze ist zwar süß, aber schick die doch einfach an die Leute, die die Katze sehen wollen und nicht die ganze Klasse. Ja, hier, meine Namensvetterin hat auch was gemacht, was ein bisschen nervig sein kann. Da habe ich den Eindruck, diese Nora weiß nicht so ganz, dass es auch Privatnachrichten gibt. Ich meine, es geht ja nur sie und Nico was an. Muss nicht in die Klassengruppe. Aber Achtung, jetzt kommt mein absoluter Horror. Also haltet euch fest, sowas hier in der Klassengruppe. Ja, also. Da kann man schon fast nichts mehr dazu sagen, finde ich. Kettenbriefe. Eigentlich sollte doch jeder wissen, sowas ist so oder so nervig. Auch so ein Spiel. Vielleicht an die besten Freundinnen oder Freunde schicken, aber. Nicht unbedingt im Klassenchat. Vor allem, wenn es dann weitergeschickt wird. Wieder im Klassenchat. Da braucht man sich ja nicht wundern, wenn man da am Ende des Tages 500 oder 600 Nachrichten im Klassenchat hat. Spam im Klassenchat, also ein Riesenproblem, aber haben wir auch eine Lösung dafür? Ja, also ganz klar, kein Spam mehr reinschreiben und am besten sich einigen, was ist für uns eigentlich wichtig. Also nur Dinge reinschreiben, die auch die ganze Klasse betreffen. Zum Beispiel sowas hier. Ja, ist logisch, denn das interessiert auch wirklich alle. Was ich auch noch okay finde, ist sowas hier. Also wenn man eine offene Einladung stellt und sagt, hey, alle, die Lust haben, treffen sich um die und die Zeit an dem und dem Ort. Wenn man aber dann das Ganze wirklich organisiert und sich schreibt, ich komme zu spät oder ich warte an dem und dem Ort, dann würde ich sagen, das Ganze nicht mehr in der Klassengruppe, sondern einfach in einer anderen Gruppe oder in einem Privatchat. Zack, kein Spam mehr. Ein Problem, von dem ich auch noch ganz oft höre, sind Bilder im Klassenchat. Wir hatten es ja gerade schon am Beispiel von Sarahs Katze. Die Katze ist zwar süß, aber ich möchte das vielleicht nicht unbedingt auf meinem Smartphone haben. Erstens, weil unterwegs runterladen kostet mich Datenvolumen und zweitens kostet mich das Bild am Ende Speicherplatz. Aber was ich jetzt meine, sind eigentlich Bilder von anderen Leuten. Ja, und das ist echt ein Problem, wenn einfach ein Bild von jemandem in die Klassengruppe gestellt wird, der oder die vorher gar nicht gefragt wurde, hier zum Beispiel. Bevor Lisa nämlich dieses Bild vom Wandertag in die Klassengruppe stellt, muss sie auf jeden Fall jeden, der auf diesem Bild zu sehen oder zu erkennen ist, vorher fragen. Und da kann auch jeder sagen, nee, ich möchte nicht, dass das da reinkommt. Genau, da gibt es auch eine ganz klare Regel, das nennt sich das Recht am eigenen Bild. Und das bedeutet, bevor ich ein Bild ins Internet stelle, irgendwem schicke oder sonst irgendwie verbreite, muss ich erstmal alle fragen, die auf diesem Bild abgebildet sind. Und das gilt ganz einfach auch im Klassenchat. Ja, und Bilder können in Klassengruppenchats leider auch aus einem ganz anderen Grund zum Problem werden, und zwar wenn es um gemeine oder peinliche Bilder von jemandem geht. Ja, wenn jemand sowas in den Klassenchat stellt und damit jemanden offensichtlich irgendwie fertig machen will und dann steigen die anderen ein, dann kann das zu Cybermobbing führen. Und Cybermobbing ist ein Riesenproblem, egal ob mit oder ohne Bilder. Ich habe mal ein Beispiel dabei. Guck dir mal diese Chatgruppe hier an. Erstmal alles ganz normal. Die scheinen sich treffen zu wollen, aber schau mal, jetzt geht's los. Das sieht schon mal ziemlich gemein aus. Ja, und die Laura fragt sich, was habe ich eigentlich getan? Und das ist ganz typisch, da kann ich gleich sagen, Leute, die von Cybermobbing betroffen sind, die können da nichts dafür. Die fragen sich auch, was ist eigentlich los? Boah. Richtig gemein. Vor allem, da gucken so viele zu, zum Beispiel der Christoph.
Ja, warum unternimmt er nichts, kann man sich da fragen. Und das ist ein Riesenproblem, das es in Gruppenchats immer gibt. Obwohl sicherlich einige Leute, zum Beispiel der Christoph, das mitbekommt und sich vielleicht auch denkt, hey, finde ich richtig mies, was hier abläuft, unternehmen sie nichts. Und zwar genau deshalb, weil die sich sagen, naja, sind ja noch total viele andere Leute hier in der Gruppe, da kann ja jemand von den anderen was machen. Aber klar, wenn das jeder denkt, dann macht halt niemand irgendwas. Und genau das ist das Problem. Bei Cybermobbing müsste eigentlich klar sein, das sollte gar nicht vorkommen. Also Leute beleidigen, peinliche, gemeine Bilder über jemanden oder von jemanden zu verschicken, ist nicht okay. Und auch Leute einfach aus der Gruppe zu schmeißen, geht gar nicht. Und was kann man machen, wenn es doch vorkommt? Ja, auf gar keinen Fall einfach nur zuschauen. Das ist ja schon klar. Helfen. Und wenn ich mich selbst nicht traue, was irgendwie dagegen zu schreiben oder die Mobber darauf hinzuweisen, dass es nicht in Ordnung ist, was sie da gerade machen, dann kann ich mir Hilfe holen von meinen Freunden, kann die ansprechen, kann sagen, hey, findet ihr das eigentlich gut? Dann kommen die bestimmt auch dazu und sagen, nee, dann kann man sich schon zusammentun oder eben Hilfe von Erwachsenen holen. Genau, also auf jeden Fall nicht zuschauen, sondern in irgendeiner Form selbst aktiv werden, damit es dazu erst gar nicht kommt. Das waren jetzt mal die drei größten Probleme, die wir aus Klassenchats so kennen und hoffentlich auch drei passende Lösungen dafür. Ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, es ist ziemlich hilfreich, ein paar Regeln aufzustellen im Klassenchat. Genau, und das am besten gleich am Anfang des Schuljahres, dann beugt ihr einigen Problemen vor, die da vielleicht auftauchen können. Und wenn sich alle dran halten wollen und das dann auch tun, dann klappt schon viel besser bei euch im Klassenchat. Absolut. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja, was für Regeln sind denn noch so sinnvoll? Ich habe euch mal ein paar Tipps in der Infobox verlinkt und vielleicht sagt ihr, naja, Klassenchat hat ja irgendwie was mit Schule zu tun. Vielleicht könnt ihr eure Lehrerin oder euren Lehrer ja sogar überreden, das im Unterricht zu machen. Da haben wir nämlich ein ganz tolles Plakat. Das könnt ihr auch kostenlos bekommen und im Klassenzimmer aufhängen und dann sieht jeder auch noch diese Klassenchat-Regeln jeden Tag. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Erfolg im neuen Schuljahr beim Lernen und Studieren. Aber jetzt erstmal Handysektor abonnieren.